Moin und herzlich willkommen back zum zweiten Part von Amiibo Challenge. Ja, heute geht heute mal um Donkey Fury in unserer Welt. Wir gehen los an seinen Dschungel. Mal gucken, was der gedunnen wird, am Dschungel ausgesetzt bei ihm. Weil da werden wir merken, pro Level, voilà. Wie Kremel erklärt, der muss nach Karte sammeln. Dummy marken. Da steht doch die Information für Döner um der Sternewelt. Wie wir hier uns kommen, müssen die sammeln. Let's go, der sieht hier auf der Map. Ich gucke nach hier, ja, der sieht so ganz. Der sieht seine Kanonen, auch als Donkey Kong Spieler. Und geht los, ey. Wir finden, fangen wir ganz einfach Level, gebe ich mal behaupten. Voilà, da geht's ziemlich easy. Gehen wir hier auf. Dann müssen wir ein bisschen nach hier aufwerden, für seine Karte zu gehen. Voilà, halt müssen wir aufpassen, für den direkt ans Ziel zu gehen. Oh, aber sterben, voilà. Da siehst du, muss ich aufpassen. Zack. Boom. Neuer Versuch. Immer hat wenig Secret. Den Donkey macht da dicker Schnitz. Nee, kann ich nicht so. Das hat hier ein bisschen geschehen. So, hi. Danke, aufwerden. Voilà, nehmen Sie los. So, das wollte ich machen. Voilà, nach dem Zweck. Aber wir bleiben neu eigentlich auf, bis wir die Tür gedreht haben. Ah, ich muss mal eigentlich kurz aufwerden. Ah, noch 10 mal da. Du, ihr wisst, was gut. Tschö. Immer schon nicht Level direkt versammelt. Hey, geht. Tötet ihr müssen eigentlich die Eischkirche sehen. Ich weiß, was ich erwarten. Das Ding bis zum Schluss. Das stirbt, das stimmt. Voilà, der Mega doch heute ein Inselkart, ein Weißkart, Emul, ein Amiibo. Weil wir die Goldschen natürlich verdürfen. Wir gehen dann die nächste. Dann nächste Level. Von dem Donkey Kong Sänger Welch. Voilà. Und doch die Musik, ich weiß, hey, das ist ein Background, herrlich. Naja, fängt mal hier ein bisschen wie komplex Level. Der sieht alles auf der Karte bei ihr. Ich hab Gamepad gesagt, ich ist ein Deal. Voilà, wir gehen aus die Insel. Denken mal so sicher. Nach mit Kanonenzöhle. Voilà, ich muss mal noch clever spielen. Na, zack, geht das ein Kärtchen sicher. Ah ja, eigentlich könnte es aufpassen. Das war hallo. Ja, das könnte mir komplex sein, ganz. Na ja, eigentlich aufpassen, weil er mir einen Tick holt. Da geht los ein Geld, ich catche sie schön. Ah ja, eigentlich noch aufpassen. Dann lo aktivieren. Ah, voilà, gepackt. Ja, wieso konzentriere ich mich so? Das ist wirklich auch für alle Menschen zu kriegen. Ich gebe wirklich schon meistens die ersten 2 hinkriegen. Das erspricht erst mal nach vielen Notzulösteren. Weiter, später Parts, weil er halt nachher kocht. Dann doch die Fried sich mal der dicker Schnuss. Weil, passt das Passwort, Sprichwort, so, ich Passwort. Ja, hallo, wenn man da ist, YouTube-Passwort, doch jemand der dicker Schnuss probieren, okay. Das Sprichwort. Passt richtig gut dabei. Der dritte Level ist schon, also die Merkel geht los, wissen wir, ich fick so rein, weil er nicht verkackt, der hat ja Level gesehen, wo der Tank hier schiefgegangen ist, der Level, wo er abgegangen ist. Geht halt mal am dritten, Level 4, und dann sieht er schon direkt, viel mehr kompliziert, fängt man an. Weil er muss noch so durch Sammelgefall zuzumachen, oder fällt man auf. Wir melden den Fehler nicht mehr, geht mit direkt sicher. Da gucken wir halt schon rauf, da sehen wir, dass wir mit dem Catching halt so machen, an der Zeit. So, wir aufpassen, für richtig rumzugehen, voilà. Wir gehen Kärtchen direkt sicher, wir machen das so, wir haben das gemacht. Dann machen wir hier auch schon mal zur Sicherheit alles zu. Voilà, 3, 2, 1, go. So, hier gehen wir auch Kärtchen nach sicher. Da müssen wir auch direkt oben gehen, die wird dann auch nach sicher direkt. Da habe ich einen Fehler gemacht, ja, ich hatte ein bisschen aufmachen. Ah ja, dann aufpassen noch da direkt. Wie gesagt, geht mir kompliziert. Das Spiel wird da sehr schön. Da wollen wir einmal. Ja, da muss man leider
bis rumlaufen, dass es ein Dunkel sein Fähigkeit kriegt, dann noch ein Kerl Modell. So, alle rutschen mal auf. Da wollen wir wollten. So. Hallo, hier ist drei aufzupassen. Ups, lieber da schon. Sache vergiss. Voilà, wir haben sie. Wir haben noch alle Karten gut, tipptopp. Dritte Level aufgeschlossen dann. Knifflisch, knifflisch. Ich merke da wirklich schon, was für Potenzial das Spiel da weiß, dass die Tender auch nicht komplett verloren ist. Voilà. Eure Korridor. Zur Kärtnerschere. Und zack. Und gleich mal die Germide im Kärtnerschere. Lo, es geht nach dem Merkte, dass die Manns probieren. Die war in dem Moment. Hände auch ganz mehr schlimm. Voilà, wir haben schon last Level hier erreicht dann. Der feierten. Das wirklich pro Welt durch, per Definition hat alle Amiibo sein fair Level schon gekriegt. Voilà, lauf, Donkey, lauf. Weil du nicht Fehler machen, für direkt um sich umzubringen. Ah, wir gehen uns. Dann wir bekatschen wir direkt zwischen die Person. Ja, da werden wir. Brauchen wir das hier nur damit zu machen. Dann gehen wir hier rup. Und zack, das Schlimmste machen wir was. Warum hast du der hier ab, dann haben wir den ganzen halben Teil halt schon anders. Ja, wo lag er? Wo man löst? Okay, ich komm halt damit noch. So. Das ist einfach wirklich mit der Musik alles schön gemacht. Mit den, boah, für meinen Geschmack sind ein bisschen zu viel Kanonen, aber für den Donkey gemacht gehen. So, dann passen wir hier ab. Wir könnten noch Gold catchen, die muss ich schon. Und zack. Das hat nicht durchsprungen und hüttler, das ist eine Chance. Du hast ja schon gesagt, schön durch eine Kür, also spielen das halt mit Blind. Du siehst scheiße auch schon noch Schuss mit der Feuerballon besetzt, so. Wenn die Piranha pflanzen, die sei ja lass müssen gehen. Aber ich kann nicht definieren. So, wir kriegen halt Kater schon nach Rimmer, neu gekocht. Ich mit Goldmedaillen, also mit Goldtrophäen, auch noch den Crew-Teil. Wir gehen zurück auf die Karte, aber kriegen wir etwas gesucht, nehme ich. Nämlich, voilà. Jetways Dschungel vom Donkey aus erfolgreich aufgeschlossen gehen. Das heißt, den Donkey sein Deal auch schon fertig, mit dem braucht er noch nicht zu fertig, und kommen noch Level von ihm. Wir machen heute Level 3, und da holen wir schon mal den Toad, und ihr merkt, eine kleine Neuerung. Wir müssen auch heute zwei Karten sammeln. Ich gehe nachher kehrt zurück, den Toad haben wir ja noch. Der sieht heute, ups, nein, kehrt zurück. Voilà, du war just. Level zu finishen beim Level 2 und halb Level 3 geht das System noch angebaut, dass du auch da Kette schaffst. Voilà, Toad, mit Schnuffung. Wir machen das also auch ein bisschen ähnlich, die Stufung gesucht, wir spielen eine Welt und wir schalten dann die nächste Welt auch immer frei. So, wir gesehen, hier haben sie Standard, bisschen Tutorial-Level, mehr im Tutorial-Level, das ist also schön. Wir gucken hier auch Altmünzen direkt zu kreieren. Let's go, Toadie! Gehen wir hier auf mein Team wieder im Wurf, die anderen kommen her nur so schön. Voilà, hier geht er noch schön rup. Ich meine, da können wir sogar so los. Voilà, Toadie, go 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 Toad. Hier kriegt er seine Spezialfähigkeit, die ihn ersetzt, immer dann nehmen sein Kärtchen gut. Und hier geht er noch rup, und hier sieht auch die Donkey von Mini Mario, die am Anfang traditionell auch sind. Das hat immer einen Fehler gemacht, das ist nicht gut. Weil heim ist der Ruf. So, eine Tore und ein Loch. So, immer jetzt tipptopp. So viel Zeit, dass das kostet, hat müsste Goldpokal auch noch mal Sinn. Zeitlich gesehen, ich mache das Level bei 50 Sekunden, teilweise fertig. Wir sind jetzt dort. Gut, das ist dann genau dort, die. Besser gesagt, dort. Mein Rekord. Immer die enge Amiibo-Kärtchen. Natürlich ist auch neutral gemacht und bleibt am Überkettisch und zwei weiß, dass es eh geht. Nicht, dass es so eh bevorzugt hätte. So, da gehen wir mal, dass den anderen Level machen wir nicht. Für dich können wir noch ein. Lumalina, das geht auch noch sehr kärtchen sicher. Aber wie ihr wisst, klicken wir noch die Level 4 und müssen Level ja schon Goldtrophäe gemacht. Das heißt, wir brauchen noch nicht nach ein Keier all Münzen sammeln zu gehen. Thank you.
Dann war das halt ziemlich simpel. Springt halt Loot, hört sie und geht zurück. Also müssen da doch 15 Sekunden. Ganz einfach, ganz easy. Die catchen auch, du genügt also du tötst den vier Nudel oder zwei Karten, sich ins Komma 10 verschiedene Charakter. Eben. Besser für Let's Player findet der Level 10 an, den zwei nicht viel langweilig sind, aber ihr Sprit Trick anzuweisen. Wieder Zeitspritz. So. Du fehlt nach Glashten, halt halt die Mini-Bandicay, den immer dann am Mixer voll noch mehr intensiv dabei, wenn wir Shuttle noch die Welt frei. Wie wir nichts können uns starten. Geht also 4 Rot auf, aber. Ja, wir machen hier mal Thema, weil wir Fred, wir gehen alle Münzen hier sammeln. Jo, ja, Fred ist schon auf die weil das gibt. Wir bleiben am Äpfelland. Weil hier kann ich hier auffallen, aber hier auch. Meng den Omega Grundfeld auf, nein, an den hält sich jetzt. Ein Held. Gras und der Grab und geht aus den Welt. Voilà. Guck mal nachher mal im Todesfeld kurz geknackt. Ich merke schon, ja, da tun wir. Yes, den haben wir gepackt. Karte sammeln aus der nicht schlimm. So, guck mal ein Kind Aufschluss halt, Musik. Da haben wir schon ein paar gemacht, das hier sogar 8% erreicht. Logenbucht. Logenbucht immer freigeschaut. Ist so nicht am Film, dass wir jetzt gucken, dass ich hoffe, dass es ein bisschen angenehm wird. Tschüss, 12 Minuten dabei, aber du hättest mal nur leichter ran. Wie ist die nächste Kerl? Ciao.